Ich habe hier leider noch ein bisschen zu tun. Locks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ja, ich könnte sie beseitigen. Ach, da ist ja schon die Claire. Bardolf ist weg, Claire. Ach, jetzt hat Jed noch einen Auftrag, okay. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Freut mich wirklich sehr. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie landete ihr Bruder Bardolf in St. Mungo? Ach. Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihren Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Sie meinten, Renrocks Anhänger hätten hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Nicht wirklich, wenn die zusammenarbeiten. Ich kenne Renrocks Anhänger leider nur zu gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Madame Beaumont, könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, worüber denn? Mrs. Spruttle erzählte mir vom Verschwinden ihres Bruders. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Ja. Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Aschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Könnte er davongelaufen sein? Nein. Er würde mich hier nie alleine lassen. Er sprach davon, mit Victor Rookwood reden zu wollen. Das beunruhigt mich fast mehr als seine Experimente mit schwarzer Magie. Rookwood ist meiner Meinung nach ebenso gefährlich wie Renrock. Ja, wie gesagt, sie arbeiten zusammen. Hat Ihr Bruder irgendetwas mitgenommen, das uns helfen könnte, ihn zu finden? Nur seine Tasche, sein Tagebuch und ein Wollpullover, den ich ihm gestrickt habe. Das ist alles, wovon ich weiß. Ich melde mich, wenn ich ihn sehe oder etwas von ihm höre. Ach, danke. Das ist nett. Ich wäre so dankbar, wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß tief im Innern, dass er da draußen ist. Aber geben Sie Acht. Achso, könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Ja. Was verkaufen Sie hier? Wo wir schon mal dabei sind. Bardolf, wo bist du? Zutaten. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen nicht noch selber finden kann. Ich denke ja schon. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Ja, gerne. Hier. Kannst alles haben.
Andererseits kosten die jetzt auch nicht so viel. Ich meine, bei dem Geld, was ich habe. Das wird Ihnen gefallen. Eine gute Wahl. Ja, ich nehme einfach mal alles mit, was du hast. So. Ich danke für Ihren Besuch. Rebellion. Wieso ist hier? Oh. Lumos. Brücke sieht aus. Ist nie der Eingang zum verbotenen Wald? Interessant. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören, aber ich sollte sie mitnehmen. Ja. Ach, da komme ich nicht rein, natürlich. Es wird anscheinend schlimmer. Ich sehe mich besser vor. Was genau wird schlimmer? Nee, komme ich nicht rein. Kein Hintereingang oder sowas. Rebellion. Oh Gott. Ich habe gerade noch in dem Moment gedacht, oh, das sieht nicht so gut aus. Das ist rot. Ja, dann war es schon passiert. Rebellion. Macht ja nichts. Mir geht's gut. Hallo? Ja, hübsch, was du da machst. Toll. Hä? Kann ich da nicht rein? Oh mein Gott. Du hast einen Abgang gemacht. Jetzt kann ich da nicht rein. Was soll das? Alles gerade sehr gefährlich hier. Rebellio. Oh. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte sich ja ändern. Aber wieso komme ich da nicht rein? Frage ich mich. Oh. Das ist alles viel zu gefährlich hier. Rebellio. Kann ich irgendwas machen? Accio. Ich denke nicht, dass es das ist, was ich machen möchte, ehrlich gesagt. Nervioso. Ja, ich weiß auch nicht. Oh. Renaissance Wut. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkehre, Velio. Ich weiß nicht. Was mache ich denn? Machen die? Also. Irgendwie glaube ich, dass es was mit dem Seil zu tun hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich sehe auf jeden Fall gerade keinen Weg, um hier reinzukommen.
weiß gar nicht, warum sich alles so über die Dunkelheit. Wo war ich denn jetzt noch nicht hier? Rebellion. Verzeihung, die Herren. Ja, da ist sie wieder. In das Haus komme ich nicht rein. Ich glaube, dann war ich hier überall schon drin jetzt. Gut. Die sind schlechter. Ich weiß nicht, es lustigerweise passt es. Sieht ein bisschen aus wie eine Bardin. Gott. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte aber das hier mir noch angucken. Okay. Tatsächlich ist der hier einfach noch am schönsten. Aufträge. Dann gucken wir doch mal. Die Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet. Wie gesagt, könnte beim verbotenen Wald sein. Lagerabbruch. Räume die Koboldlager. Stufe 17. Das könnte schon hart sein. Wo ist denn hier was? Da sind die Koboldlager. Oben ist eine Prüfung, da ist die andere Prüfung. Okay. Wo sind die anderen Geschichten? Ganz andere Seite. Alles klar. Schatzgewölbe. Ah. Alle da unterhalb irgendwie. Und wo ist unser Hauptauftrag? Wo ist der? Gleich für Upper Hogsfield eine Höhle mit einer Kammer. Ja. Wird das bitte einmal angezeigt werden? Ah ja, das ist direkt hier. Gehen wir da erstmal hin. Hallo? Achtung, Sumpfkratler gesichtet, Vorsicht. Ja. Ich dachte schon, da kommt wieder ein neuer Auftrag jetzt. Sieht interessant aus. Was genau, das hier? Aber da komme ich ja so nicht runter. Oh mein Gott! Ich laufe einfach in Feri rum. Ich laufe hier einfach rum.
Interessant. Ich wollte jetzt halt nicht da einfach so runterdroppen. Aber da werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwann hingehen. Das ist ja klar. Revelio. Etwas Interessantes? Nein. Weiter runter. Vielleicht kommen wir auch jetzt dahin. Oh Gott. Cool. Das hat schon bessere Tage erlebt. Aber zur anderen Höhle kommen wir jetzt hier lang gar nicht. Das ist ja interessant. Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Hier war ja ewig niemand mehr. Revelio. Ein Rätsel. Zeigt es mir schon an, welche ich ziehen soll. Okay. Hier. Ha! Mich legst du nicht rein, Jackdaw. Revelio. Überlistest du nicht, Jackdaw. Wo ist der Hinweis versteckt? Schauen wir gleich mal. Was ist denn hier? Revelio. Da ist doch auch was drin. Excaliamus. Oh, scheiße. Ich wünschte, ich könnte irgendwie... Incendio. Okay. Hat jetzt nicht das gemacht, was ich erwartet hatte. Oder vielleicht doch. Danke dafür. Revelio. Jackdaw. Was ist das? Meine liebste Anne, gut gemacht. Du hast mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist und die Einzige, mit der ich meine Abenteuer teilen kann. Triff mich am Rande des verbotenen Waldes und ich zeige dir die Karte, von der ich erzählt habe. Es ist unmöglich, vorherzusagen, wohin sie uns führen wird. Ich habe sie auf Seiten gefunden, die Peeves aus einem geheimen Buch gerissen hat und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt mich froh, zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Das ist erst der Anfang. Richard. PS, ich bin froh, dass du das hier gefunden hast, denn sonst wäre ich alleine gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Eine Notiz von Jackdaw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig? Wahrscheinlich. Verlasse das Gewölbe, okay. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Huch! Hallo? Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw?
Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast, und Anne von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Nicht gut. Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn noch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Ja, wie ist denn das mit dem Kopf passiert? Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Fallen, wahrscheinlich. Helen erwähnte Apollonia Black. Hat sie Anne die Schuld angedichtet? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Für einen Freund. Nicht für mich selbst. Okay. Wer hier wohl gelebt hat? Ist hier auch noch was? Ja, scheinbar schon, aber... Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich da runterspringe, ne? Ja. Okay, nee, mag sie nicht. Ah, da muss man wahrscheinlich von diesem anderen Weg hin. Alles klar. Gut. Ja. Wir sind jetzt hier ein bisschen näher dran. Ein bisschen, nicht viel. Ein ganzes Stück darunter, ne? Hm.
Ich hoffe, das ist kein Fehler. Dahin zu gehen. Ja, steht direkt davor. Oh, das ist ein bisschen hoch. Seid ihr Feinde? Am Fluss vorbei, beim Wald. Hier muss ich richtig sein. Rebellion. Was denn? Ach du. Okay. Wie kann ich das machen bei ihm mit seiner komischen Zunge? Uah! Oh Gott. Jetzt. Ich wollte die Zunge kriegen! Scheiße. Oh Gott. Okay, alles klar. Ist ja gut. Könnte jemand von euch mir mal ganz helfen oder so? Wieso muss ich gegen zwei kämpfen? Bin ich jetzt gerade nicht so geil. Was macht er den Zungenkack? Mach doch den Kack mit der Zunge jetzt, damit ich das einmal ausprobieren kann, bitte. So, und jetzt? Ich weiß nicht, wie ich ihn auf den Rücken werfen soll, ehrlich gesagt. Brauche ich dafür noch was anderes, um das zu machen. Egal. Oh. Hallo? Das hat ja super geklappt, Alter. Na gut. Du bist widerlich. Ich finde das auch genauso. Es ist lustig. Oh Gott. Hallo. Meinst du, ich könnte zu den Erschwinderinnen? Ach, das sind alles so schwarze Magier hier. Na? Hast du irgendwelchen schwarzmagischen Stuff oder was? Guten Tag.
Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings, aber was macht eine Schülerin hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, für Merlins Prüfung. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Mondstein brauche ich nicht. Epitamblätter brauche ich eigentlich auch nicht. Mega-Powertrank, Edurus-Trank. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich nutze halt so selten irgendwelche Kampfpflanzen tatsächlich. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ja, das kannst du alles haben hier. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. So. Es war mir ein Vergnügen.